Hallo und willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Mario & Luigi 1 Superstar Saga. Ja, und Luigi leidet gleich mal am Anfang. Sehr, sehr nice. Ja. Okay, der pumpt sich schon mal auf. Ist mir scheißegal. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Als ob. Schaffst du nicht den? Alter, bist du dumm? Ja, die sind eigentlich voll einfach. Ja, ist klar. Luigi, steh auf. Jojo, Bruder, du bist futsch. Und ja, ich kenne jemanden, der will auf Jojo angesprochen werden. Und ja, ich habe jetzt meinen Bruder besiegt. Ah, ja gut. Dann habe ich jetzt keinen besten Freund mehr. Scheiße. Und heute mal nicht mit Blue Indigo am Start. Das gibt's ja gar nicht. Angriff wird mal erhöht. Und es ist eine 4. Okay, es klappt auch ohne Blue Indigo. Da bin ich ja froh. Warte mal. Wait. Wow. Wir müssen uns hier die Münzen gönnen. Okay, ich habe null Konzentration, wie man hier sieht. Alter, ich muss einfach mit Beinen springen, dann geht es. Weil irgendwer springt der eh dran. Und warum sind die Blöcke eigentlich nur zeitbegrenzt? Okay, ein Pilz. Heißt es, dass wir hier heftig zum Fight kommen werden? Warte mal, müssen wir hier lang? Müssen wir hier lang? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich jetzt mega den Umweg gehe. Aber ich glaube, ich gehe mega den Umweg. Ich gehe lieber den Weg. Und ja, bevor ich noch falsch gehe. Hä, den Gegner habe ich doch eben schon besiegt. Ey, was will diese scheiß Mist? Ja, Mann. Ha, gay. So, du bist jetzt auch mal sowas von am Arsch. Ja, genau. Du wurdest besiegt. Eigentlich sollte ich mal Mario und Luigi trainieren. Weil die sind jetzt erst auf Level 16 und wahrscheinlich ist dieser letzte Bosskampf gegen das KW extrem machbar mit diesem Level. Und ja, auch Mario hat Level 4 erreicht. Freut mich natürlich sehr. Warum sollte mich das auch nicht freuen? Ja, alles Fragen. Die können wir nicht nur mit einem Wort klären. Und wir müssen hierhin, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Es kann jetzt auch sein, dass ich mega falsch liege. Also wenn das hier so weiter schlecht mit den Plöcken läuft. Alter, ich bin so schlecht bei den Plöcken. Das war ich schon immer. Ich kann diese Plöcke einfach nicht leiden. Aber Gott sei Dank, ich glaube, die waren nicht in die Mario und Luigi. Wenn doch, dann... Ups. Oh, ein Superpilz. Das finde ich super. Nein, weg da. Wir brauchen ein Fass. Wir brauchen ein Fass oder sowas ähnliches. Halt, stopp. Na gut, wir können hier schon mal ein paar Gegner beseitigen, wenn nicht sogar alle. Sofort kurz einen Prozess gemacht. Ach komm, ich lass... Als wenn der Bastard das gewagt hat. Oha, als wenn. Gib's ihm. War das jetzt richtig? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, Mann. Luigi. Der Lappen liegt am Boden. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, so gesehen. Okay, Luigi mag ich mehr als Mario. Alter, Luigi, das Opfer wird immer getroffen.
Nicht die Jojo-Brüder. Oh Gott sei Dank ist der so dumm und geht dahin. Jojo-Bruder, ich muss dich leider fertig machen. Ja, ich nehme meinen Freund wirklich. Jojo. Süß, sagte ich jetzt. Ah. Ja, sagt euch das, was ihr wollt. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Mir ist es eigentlich relativ egal, was Hater sagen. Das trifft mich mehr, wenn Leute das mir persönlich sagen, als im Internet, muss ich sagen. RIP an alle Hater, die dachten, das wäre nicht so. Ja, ein Fass. Okay, ich glaube, wir brauchen aber noch ein Fass. Nein, nicht so. Oder doch so. Okay, ja. Die Gegner wollen mich jetzt, glaube ich, langweilen. Und ja, ich mach mal hier einen Speicherpunkt. Fassareal, ja. Okay, Fassareal, wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? Wait. Ich gehe mal lieber hier hin. Bringt mir jetzt aber sehr, sehr wenig. Nee, das bringt nicht. Eigentlich so der andere Knopf. Ich verwechsel das immer. Muss ich sagen. Aber ich brauche noch ein Fass. Tatsächlich. Aber wir müssen Gott sei Dank nicht nochmal dorthin reisen. Wieso nicht gleich so? Nein. Ich bin so skillig. Luigi. Oh. So, jetzt wechseln. Dankeschön. Ah, Luigi ist echt so skillig. Wavy Skill has Luigi. Das macht schon mal mega viel Bock. Ah, hier komme ich gar nicht weg. Okay, gut, dass ich noch nicht heruntergefallen bin. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. So. Hammer. Hammer. Ach, Gott sei Dank ist die Kacke auf. Wir können jetzt richtig auf die Kacke hauen. Ja, wow. Was war das wieder für ein schlechter Spruch? Bam, voll aufs Maul. Okay. Da kommt man nicht hin. Sieht aber mega geil aus. Muss ich sagen. Das Labyrinth für damalige Verhältnisse im Remake nochmal richtig geil aufgepusht. Aber man kann ja nicht springen. Das ist ja das Problem. Was? Oh Mann. Im Remake sieht man das wahrscheinlich ganz einfach. Wo man hin kann und wo nicht. Ist wahrscheinlich auch. Klar. Raso. Ja, genau. Jawoll. Hammer. So. Okay, was hat uns das jetzt am Ende gebracht? Ach so, ein zweites Fass. Ah, gut. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Also für alle, die Mario und Luigi Superstar sagen, Deluxe sage ich jetzt mal spielen. Ich vermute tatsächlich, dass in 2 Jahren ein Remake zum zweiten Mario und Luigi kommt. Okay, da können wir noch nicht hin. Zumindest aktuell noch nicht. Ja. Oh, okidoki. Nein, nein. Das hat er nicht eben gerade gemacht. Er läuft bei mir heftig. Läuft.
und wie es läuft. Gott sei Dank ist er aus dem Weg gegangen. Hat halt so Respekt vor mir. Ja, genau. Ich mach das immer mit dem Falschen. Immer mit der falschen Person. Okay, Mario geht. Geh halt durchs Fass. Ist in Ordnung. Opfer-Style. Ey, nein. Luigi. Okay. Ist jetzt kacke. Wir spielen jetzt alleine mit Mario. Na toll. Mit dem typischen Klempner. Ah, das sind Gegner. Im Remake sind da, glaube ich, keine Gegner mehr. Aber gut. Ist ja eh so, dass im Remake alles besser ist, angeblich. Oh, jetzt sagt bloß, dass hier ein Donkey Kong Easter Egg ist. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Einfach der Aufbau. Ey, nein. Ich weiß einfach, wann Donkey Kong Easter Eggs kommen in einem Spiel und wann nicht. Alter. Ich weiß es einfach. Weil es einfach so einfach ist. Wenn ich jetzt beim letzten Fass irgendwie fehle, dann bin ich einfach nur fehlig. So. Okay, warum kommen jetzt keine Fässer mehr? Wie mache ich das jetzt nur? Ich drück mal den Knopf. Nein, nicht verlassen. Bist du dumm? Oh, RIP. Aber jetzt kommen wir immerhin wieder zum Anfang, glaube ich. Ja, als wenn das so genau ist. Ja, ist klar. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu dem besagten Raum. Ah. Oh. Manche Brüder hassen sich, aber die lieben sich einfach nur, was auch fürs Abenteuer perfekt ist. Weil wenn die sich kloppen würden, dann wäre es scheiße. So, mal sehen. Und hier rein am besten, genau. Und Mario muss das Wasser trinken. Und Luigi darf es spucken. So, das dürfte ich ja noch hinbekommen. Ja, war ganz einfach. Weil jetzt sagt bloß, dass ich den Block hier treffen muss. Nee, muss ich nicht. B, alles ausspucken. So. Ja, gut. Okay. Jetzt kommen die Strahlen schon hierher. Okay. Nice. Sehr, sehr nice. Cool. So. Ich mach mal einen Safe State hier. Weil ich so ein Lappen bin sonst. Nein. Wait. Am besten nochmal schön heilen. Wer weiß, was auf uns zukommt. Auch wenn das jetzt vielleicht zum Teil Verschwendung war. Aber ja, auch noch den Knopf drücken. Ja, läuft. Sollte jetzt gar nicht auffallen, das Licht. Ja, okay, die Miller-Stimme schon mal. Vorbereitung beendet. Meisterin, wir können die Sternbohne jederzeit mit dem Klang von Prinzessin Peachs Stimme aussetzen. Okay. Endlich wird sie die Welt von mir verneinen. Ja, genau. Die wissen aber noch nicht, dass wir am Start sind. Und ja.
Gleich mein Pilz, okay. Warum sie nicht gleich die Blöcke zerstört haben? Ist schon verwunderlich, aber gut. Und damit war es das jetzt auch von dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, Leute.